Ich denke, du trinkst nichts mehr, Holle. Ich habe das nicht gefeilt, Mann. Du hast mir das Gesicht geschockt. Jochen! Gehen hier einfach durch, Achmed. Jochen! Ja, wo bist du? Hol Betty runter von deinen Schoß! Hier ist schon los, Mann! Gut, er ist schon Höschen am Mann, ja, grüß dich. Lass so Popel hängen. Die rechte Seite. Gut? Ja, sehr gut. Wir backen heute mit einem Bäcker vom Bundespräsidenten Pizza. Denn natürlich, wenn einer einen geilen Teig für zu Hause macht, dann Jochen. Und ich möchte euch heute nicht dicht labern zu lange. Wir fangen direkt an mit ein paar geilen Aufnahmen und dann geht's weiter. Ne, Jochen? Pizza ist natürlich schon noch ein bisschen anders als Brot, aber ich... Was erwartet euch generell für eine Pizza? Ist das eine Selfmade-Home-Pizza, so dick, dünn, wie kann... Also Pizza, der Teig, da scheiden sich auch die Geister. Manche finden das toll mit einem dicken Teig, manche mit einem dünnen Teig. Ich mache so ein Mittelding. Ich habe hier so eine Fertigsoße, die finde ich eigentlich ganz geil. Da ist nichts drin, das muss man da so ein bisschen Schärfe. Okay, da muss ich ganz kurz reingritschen, aber kommentieren. Für dieses Video gilt, nicht jeder hat alles Equipment, nicht jeder will in irgendeinen Biomarkt rennen. Nicht jeder will dies. Wir machen alles basic so für die Masse, dass es geil ist, wisst ihr? Also ich habe die schon probiert, die ist geil. Die kenne ich nicht, die kenne ich nicht. Jetzt alles aus einem Laden. Wir versuchen drei unterschiedliche. Ich lasse euch probieren und dann sagst du, was wir aufhauen. Oh, geil. Ich will ja nicht verlieren. Challenge aufgebaut. Ja, ich bewerte dich zum Schluss. Ja, darum geht's doch. Das ist doch scheiße. Die Zubereitung in der Videobeschreibung ist ganz klar und deutlich erklärt, dass ihr es checkt, falls hier euch was fehlt. Dieser Teig, da habe ich diesen Vorteig reingebracht. Das ist sozusagen die lange Variante. Mhm. Wir machen eine Kurzvariante, wir machen eine lange Variante. Ja. Und wir wollen auch nebenbei so einen kleinen Test machen. Schmeckt man den Unterschied, ob man jetzt irgendwie so einen Kram macht mit 12 Stunden im Kühlschrank? Genau, darum geht's. Oder auch eben nicht. Und wir machen beide Varianten. Das wird sich jetzt hier im Video aufklären. Und ohne Scheiß, ich habe jetzt angefangen abzuwiegen. Und ich muss leider sagen, weil ich ja sonst immer so... Ja. Und mit dem Abwiegen... Ist doch besser. Okay, dann haben wir es genauer. Für heute haben wir es genauer. Darum geht's. Und jetzt gehen wir erstmal an die Maschine. Vollgas. Mehl drin. Also jetzt machen wir komplett eine Variante, komplett ohne Vorteil. Die schnelle. Ah, jetzt peinlich. Die langsame haben wir doch schon vorbereitet. Ich denke, du trinkst nichts mehr, Holle. Ich habe das nicht gefeilt, Mann. Du hast mir das Gesicht geschossen. So, jetzt ist das da drin. Hier haben wir jetzt so ein Würfelhefe. Das sind 42 Gramm. Ich glaube, da mache ich einen halben von rein. Das reicht vollkommen ein bisschen mehr. Mhm. Jetzt nehme ich 160 Gramm Wasser, aber warm. Warm, muss warm. Ja, bei Hefe, Wärme und dann geht's schneller. Ist besser, sehen. Ne? Ich lasse natürlich trotzdem noch ein bisschen zurück. So, was fehlt noch? Salz. Oh nein. Salz. Man rechnet 2,5% Salz. Salz kommt an erster Stelle, dann rösten wir das Doppel. Und dann machen wir jetzt so einen Teelöffel Salz rein. Aber jetzt nochmal für den Ablauf wegen schnell. Ja. Wenn der nicht läuft, ist nicht schnell. Jetzt fehlen noch die anderen Zutaten. Jetzt machst du den Zucker rein. Genauso viel wie Salz. So, was fehlt jetzt noch, was wir drin haben? Die Pizzakräuter, haben wir gesagt. Jochen macht jetzt die Gewürze rein, der alte Fuchs. So, wir können ja mal reinzeigen, was für Kräuter hier drin sind. Da kann jeder auch ja so machen, wie er Bock drauf hat. Das müssen wir vielleicht noch sagen, Jochen, wie lange würden wir den jetzt kneten? 2 Minuten langsam, 8 schnell. Guck mal, jetzt löst er sich vom Kesselrand, jetzt machen wir Stopp. Wenn er sich so löst. Ja, und vor allem so glatt ist, ne? Guck mal, da klebt nichts mehr am Rand, nichts, ne? Siehst du das? Und sonst muss man hier ein bisschen Mehl drauf machen. Ne? Und dann kannst du das hier so rundstoßen. So. Zeig doch mal hier, Jochen, wie man das genau macht. So. Wenn das jetzt so liegt, so, und dann muss man das immer so rüberziehen quasi. So. Das sind schnell, machst du denn immer, ne? Ja, schnell ist gut, ne? Mhm. So, und jetzt lassen wir den liegen. Jetzt pass auf, jetzt machen wir es genauso wie mit dem. Wollen wir einmal gucken, ne? Teig der ist schon aufgegangen. Mhm. Der wird jetzt gleich auf, werdet ihr sehen. Da musst du jetzt noch mal draufhalten, Achmed, weil sich das dann so in der Luft wirbeln kann und so sondieren kann mit. Also so ist der Plan. Das wird nichts. Nein, scheiß drauf. So, mache ich da ein bisschen Olivenöl rein und mache ein bisschen Olivenöl drauf. So, und dann nimmt man hier diese Frappane oder wie das Zeug heißt. So, und dann macht man das so rüber. Wenn man das jetzt nicht hat, kann man auch ein Handtuch nehmen oder reibt das Ganze mit Olivenöl ein. Und jetzt müssen wir warten, bis es aufgeht. Aber wo ist jetzt der Zaubertrick, Mann? Meine Einschätzung, ich hätte es genauso, was hat scheiße geschmeckt. Ich weiß es nicht. Jochen haut den Ofen an hier. Man muss vorheizen, zwar verboten, aber geht nicht anders. Und wie heiß machst du das, Jochen? 500 Grad. Es geht nur bis 260. Und das bist du früher? Nur ein bisschen fetter, ne? Also soll ich dir ehrlich sagen, aber siehst du aus wie ein Sohn.
Wie der letzte Schnösel. Da hieß ich Wodka-Joch. Das ist der Teig All-In, den wir gerade gemacht haben. Das ist der Teig, den ich gestern quasi gemacht habe. Ah, okay. So, mit Vorteil, ohne Vorteil. Die meisten haben ja keinen Pizzastein zu Hause. Machen wir auf Blech. Und weil ich das nicht auf Backpapier machen will und da hast du ein bisschen mehr Unterhitze, mache ich da ein bisschen Öl. Knuspriger. Mann, genau. Ach, so. Mit Weißwasser-Pilier. Der kennt sich richtig aus, ne? So, und dann mache ich den hier einfach raus. Dann nimmt man den da raus und dann drückt man den so platt und dann schmeißt man den ja immer so hoch hier, so, weißt du? Aber das kann ich nicht so. Und so. Und auf dem Finger noch. Und auf dem Finger so, ja, braucht kein Mensch. Sondern da muss einfach so ein bisschen, den Rand ein bisschen dicker. Ich weiß gar nicht warum, weil die Soße sonst rausläuft. Das ist die Bewandtnis. Wegen den Rand etwas dicker lassen. Also das ist elastisch natürlich. Guck mal, da geht es, ne? Durch das Olivenöl, was da drin ist, dieses bisschen, ne? Leute, wir machen es jetzt auf ein Blech. Normalerweise... Ich habe gesagt zwei. Ja. Aber wir wollen auf eins, dass man es besser... Ich will genau den Vergleich so, haben. Ja, rauf hier auf den Teig. Und wir müssen uns merken, wo welcher ist, ne? Welcher war jetzt welcher? Das war der mit dem Teig. So, und das ist jetzt... Der fühlt sich anders an. Es ist einfach so. Scheiße, nachher schmeckt das doch besser, wa? Ja, kannst du haben. Also was mir auffällt, Leute, wenn ich zu Hause Pizza mache, es hat eine ganz andere Konsistenz. Auch wenn ja, ich warum denn? Ich mache ganz einfach und es ist ganz anders. Du hier, musst es schon so machen, wie ich sage. Ja, ja, aber das wusste ich doch vorher nicht. So, welche Soße nehmen wir jetzt hier? Tomate, einfach ganz normal Tomate, lass uns nehmen. Mach noch einen Ruf, wa? Ja, also ich hab nichts gegen Tomatensoße. Ich kann ruhig noch einen. Also Schinken soll man ja nach dem drauf machen, gerade wenn man so einen teuren hat wie wir. Für 500 Euro das Kilo. Mhm. Oder so. Ja, fast. Und jetzt machen wir für Achmed mit Salami, ne? Du musst Mozzarella, kriegst Mozzarella. Ja, okay, alles gut. Sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion. Just my kind of heat. Keep it on repeat, justify the portion. Love it, this the portion. Basilikum und natürlich bei Burrata muss Möhri, ne? Möhri und ein bisschen Olivenöl, ne? Basilikum Möhri macht Jochen vorher, sagt er, ne? Und dann Käse und fertig bei den anderen. Gib den 100er, wenn du die Rinde frisst, Jochen. Nein! Aber komplett runterschlucken, ne? Ja, beim Wissen zum Film, Mann. So. Jochen, ja, beim Elternabend, ach, dann stell mal Jochen beim Elternabend. Was machst du, wenn jemand deinen Sohn beleidigen würde, Jochen? Gute Fresse. Ja. Direkt ins Maul. Ja. Hör zu, damit der Käse noch mehr so ein bisschen mehr Bums hat, mache ich noch ein bisschen Parmesan oben drauf. Jetzt machen wir Rucola oben drauf. Ist ein bisschen viel Käse, aber das sieht heftig aus. Ja, Rucola, das kannst du nicht vorbringen, Jochen. Und nachher. Pizzakräuter mache ich da auch ein bisschen drauf, würde ich sagen, ne? Oh no, ja? Ja. Und jetzt noch Olivenöl. Nicht zu viel, ne? Das sieht schon ja, geil aus, ne? Geil aus. So, jetzt müssen wir warten, bis der oben heiß ist und dann Vollgas. Und dann geht das los hier. Und dann hauen wir die 20 Minuten rein, weil der geht nur bis 260. Man sagt ja Pizza ganz heiß, 300, 400. Aber ich glaube, die braucht keine 20 Minuten. Nochmal 100er. Ich lasse da einfach 20 Minuten drin. Nochmal ein 100er. Für den 100er mach ich alles. Nochmal ein 100er. Los, komm. Alter, ich hab gar nicht so viel Geld. Ja, natürlich. So, Alter. Boah, geil. Und Start. Pizza ist drin. Also wenn die wirklich 260 Grad macht, wie eingestellt, braucht keine Pizza 20 Minuten. 20 Minuten sind die jetzt. Ja, aber die waren vorher gut. Sind die 20 Minuten jetzt oder nicht? Holle. Boah! Den Schuh will ich mir nicht anziehen. Den 100er hast du verdient. Die sind doch falsch. Also dann kann man natürlich nach dem Backen dann noch den Schinken drauf machen, aber das wäre zu schade. Und dann sieht das doch schon geil aus, ne? Oder? Die sehen heftig aus. Also die wirklich, die hier ist, also ich würde zu sogar dunkel, die hast du gesagt. Nee, ich bin ehrlich, die ist so perfekt. Ich hätte die hier, die ist aber vom Anfassen gleich fast. Und das ist die, wir haben ja jetzt gedreht, die ohne Vorteig, ne? Das ist die mit Vorteig. Ja, aber wie geil die aussieht. Ja, die muss noch geschnitten werden jetzt, ja. So, Schaber. Ah, hast du gehört? Ja,
Alter, leck mich am Arsch, Alter. Boah, das ist geil. Boah, guck mal auch hier. Ja. Guck mal rein, die Bläschen. Boah. Also ganz eigener Style, ganz eigener Style. Musst du da in der Bäckerei mal anbieten? Ich muss erstmal die Brote richtig backen in der Bäckerei. Und dann fange ich mit Pizza an. Ja. Also ich würde jetzt mal eins sagen, wenn die geil schmeckt, ist das die einfachste, geilste Pizza der Welt. Vor allen Dingen, die noch gut aussieht, würde ich mal sagen. Also mir gefällt es wirklich sehr gut. Der Teig ist bei beiden fluffig. Bei beiden. Das ist krass. Guck mal, die ist echt dick, ne? Also man muss dicke Pizza mögen. Ja, dann machen wir das nächste Mal ein bisschen dünner. Nee, ich mag das. Okay. Das will ich nur den Zuschauern sagen. Ach, also sie ist dick, aber wenn ihr sie macht, ihr müsst ihr es mögen. Es ist keine dünne Pizza. Oh, noch zu heiß. Die ist sehr flauschig, sehr matschig auch im Mund. Hätte nicht eine Minute eher rausgedurft. Das stimmt. Also die ist heftig auch. Ja, ist geil. Matschig, weich, aber kräftig, käsig. Also ich frage mich gerade, an was mich das erinnert. Das ist so eine typische American Pizza einfach. Ja. Aber in Perfektion. Mhm. Und das für so eine kurze Arbeitszeit. Oh, und der Randjochen, der ist krass. Da müssen wir ein bisschen Salz drauf haben. Für mich ist perfekt. Oh. Also gerade der Rand auch, Leute. Der Rand ist geil. Ja, eine ganz krasse Konsistenz, ist so ein bisschen knusprig, zäh. Aber was meinst du, wenn du die nicht auf isst und morgen nochmal aufbäckst? Noch besser, sagst du? Ja. Einmal die mit Vorteig. Also schmeckt es nicht. Schmeckt es nicht, sagst du, ne? Das wäre fette Lüge, oder? Ich guck gerade, ja. Nee. Dann lieber schnell, wenn man schnell. Also die geschmacklich finde ich sie nicht besser mit Vorteig. Ich sag euch, für mich eine ganz andere Pizza, als man die normal kennt. Jeder macht neapolitanisch, römisch, platt. Das ist einfach so für sich, wie Jochen seine Pizza macht. Das ist absolut geile Kreation. Guck mal, einerseits wie dick. Man muss es mögen, aber es ist geil, glaub es mir. Vor allem mit dem Belag ist das geil. Weil man ja ganz schön viel Käse auch drauf, ne? Wenn man jetzt die perfekte Variante haben wollte, würde man die mit Vorteig nehmen, die noch ein bisschen länger im Ofen lassen. Aber auch rein geschmacklich ist eigentlich scheißegal, schmeckt es beides gleich. An und für sich macht das, glaube ich, wirklich keinen Unterschied mehr. Nein, für den Aha-Effekt zu Hause, weißt du, das blubbert. Und für die Bekömmlichkeit vielleicht, oder? Genau, weil so wenig Käse drauf ist, meinst du? Ja, aber wegen der Bekömmlichkeit nur 500 Gramm Käse frühstückt. Genau! Guck mal, wie er mich aussagt. Aber weniger Hefe ist doch bekömmlicher. Genau, selbstverständlich. Also mit den Worten werde ich das auch abschließen, wie Jochen sagt. Das ist anders, das ist geil, das ist matschig, das ist American Style. Das ist die perfekte Pizza für zu Hause. Ich weiß letztlich nicht, wie Jochen das gemacht hat, aber ihr habt es gesehen. Es ist easy, wir haben das Rezept. Echt so schnell so eine geile Pizza. Dafür gehe ich auf Tauchstation. Danke, Jochen. Ich danke dir, Olle. Und dann schreibt gerne rein, gerne noch weitere Videos mit Jochen. Der hat's drauf, was diese Backgeschichten angeht. Und dann sehen wir uns eventuell mit euren Tipps in den Kommentaren und so weiter wieder beim nächsten Video.